Die offizielle Pressekonferenz nach dem 22. Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga Krefeld-Pinguine gegen den ERC Red Bull München. Das war die Partie hier im Königpalast, die vor 3270 Zuschauern mit 1:2 aus Sicht der Pinguine zu Ende gegangen ist. Zur Strafenverteilung bei den Pinguinen waren es 12 Strafminuten plus 10 Strafminuten gegen Christian Kretschmann. Bei unseren Gästen 27 plus 10 plus 10 plus eine Spieldauer Disziplinarstrafe. Ja, 1:2 das Ergebnis bei mir bei der Trainer, Don Jackson, der Trainer des ERC Red Bull München. Herzlich willkommen, Gratulation zum Sieg. Und Franz-David Fritzmeier, Trainer der Krefeld Pinguine ebenfalls. Einen schönen guten Abend. Beide Trainer, bitte ich um Ihre Statements. Don Jackson, Ihr Statement zum Spiel. Ja. Guten Abend zusammen. Dieses Spiel hat meinen Magen umgedreht. Wir haben gegen eine starke Mannschaft gewonnen. Ich bin stolz, sehr ein Spiel. Beide Mannschaft hat gut gespielt war ein schweres Spiel für uns. Viel Glück nächstes Spiel. Danke. Dankeschön, Don Jackson. Franz Fritzmeier, dein Statement zum Spiel heute. Ja, erstmal guten Abend und gratuliere München, gratuliere Don zum Sieg. Wir sind natürlich sehr enttäuscht heute. Wir hatten, wenn man so viele Überzahlmöglichkeiten hatte und so viel Druck gemacht hat, dann musst du das Spiel gewinnen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ist leider wieder nicht geschafft. Wir sind seit vorne wieder in enger Überzahl. Das darf uns einfach nicht passieren. Aber nichtsdestotrotz war wieder der Einsatz da, war wieder der Kampf da. Wir haben heute wieder, genau wie gegen Mannheim, über 60 Minuten gegen einen Top-Gegner mitgespielt. Ja, waren wieder eigentlich überlegen und haben es, wie gesagt, leider wieder nicht geschafft, die Spiele zu gewinnen. Aber ich bin ganz, ganz sicher, wenn wir so weiterarbeiten, ja, und den Kopf hochhalten, werden auch die Punkte kommen. Ja, deswegen ist es bitter, ist enttäuschend, aber es geht weiter und wir werden unseren Kopf hochhalten und ins nächste Spiel gehen, wieder gehen und es zu gewinnen. Danke. Dankeschön, Franz. Ich schaue in die Runde der Medienvertreter. Gibt es Fragen seitens der Journalisten? Eine Frage gibt es. Ist der Kai Sonnenburg verletzt? Frage gibt es noch im Vergleich von Kai Sonnenburg. Er war leicht angeschlagen nach dem zweiten Drittel, dann haben wir losgelassen. Weitere Fragen bitte? Don, have you been afraid of the 59th minute and another verdammt nochmal Moment? Frage gibt es an Don Jackson, ob er Angst gehabt hat vor der, ich zitiere es mal, verdammten 59. Minute. Ja, ich glaube schon, wir hatten Vertrauen gehabt. Bestimmt. Wir haben so viel gelernt in dieser Saga. Aber Dominik hat die kleine Probleme und die hat sich an den Tor geschossen. Die Mannschaft hat umeinander gekommen und die Besten gemacht. Du hast weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bleibt uns natürlich noch unseren Gästen aus München eine gute und sichere Heimreise. Viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf zu wünschen. Für die Pinguine geht es weiter am Freitag um 19.30 Uhr bei den Iserlohn Roosters am Salder See. Das nächste Heimspiel dann hier am Sonntag, 6. Dezember. Das ist der Nikolaustag und der zweite Advent um 14.30 Uhr gegen die Kölner Haie. Ihnen allen einen guten und sicheren Nachhauseweg und einen guten Start in die neue Woche.